Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Pokémon Solar Light and Lunar Dark. Ja, in der letzten Folge haben wir den nächsten Ort erreicht, vom Professor Pinewood wohl anscheinend einen Megastein erhalten, hatten nochmal ein Match gegen Rick und sind der nächsten Route gefolgt bis zum Ancient Pass, wo wir hier nun wieder auf Team Luna und Team Solar gestoßen sind. Und wir sehen auf beiden Seiten mal direkt die Commander und ich nehme mal an, die zwei Personen da in der Mitte, das sind wohl die Leader. Eieiei, das könnte gefährlich werden. We both have what we want. So, how about you and your little minions disappear, Derek? Ja, Tatsache, es ist bestätigt, das sind beides die Leader, weil Derek ist nämlich der Anführer. We may both have the crystals we need, but you have the Void Stone and we need of it. Hand it over now. Haha, do you really think I would just hand it over because you asked? And who do you think you're talking to? Do you think I would be stupid enough to bring it here with us? I thought you were smarter than that, Derek. Ah, never mind. We have what we came for. But be sure, Starla. Okay, Starla ist dann wohl anscheinend die Leaderin von Team Solar. This isn't the last time we meet. We will get that Void Stone from you. I highly doubt that, but that's all for now. There's no point in continuing this conversation. Come on, Bright, Gloria, let's go. Stop, what are you doing here? Oh, eine richtig schöne Versammlung. Who are you? Wait, you're Rex of the Elite Four. What do you want? Oh, and he has those middling breaths with him. Haha, this will be easy. There are more of us. Let's take them out. This is where you kids meet or end. They want a battle. We'll give them one. You four, help me out. Battle the commanders. I will deal with the two leaders. Ernsthaft? Du willst dich um die Leader kümmern? Okay. Fight gegen Gloria. Okay, keine schlechte Wahl, weil sie kommt mit Feuer. Boom, das war Nummer 1. Ich muss überlegen, Gloria, was hatte die nochmal für Pokémon? Ich glaube, die war tatsächlich recht stark auf Feuer spezialisiert. Ja, ist sie. Craze? Kümmere dich mal weiter um sie und ach du Schande. Die Weiterentwicklung von dem Ding. Okay, ich glaube, da brauche ich wahrscheinlich einen Two-Shot. Oh nein! Okay, es war aber auch ein Crit. Letzte war, glaube ich, auch Feuer. Oh nee. Ja, okay, Crazy, ich gönne dir mal eine Pause. Danke für die Hilfe. Maxi, du bist dran. Steht ja auch kurz vorm Level Up hier. Geschafft. Our order will rule over Ricotto. Ah, you stupid kids. Really make me mad. It's not important if we win or lose. We have the legendary crystals.
that was the one and only time we will help you team Luna. Now, we will get all 5 elemental stones together and revive Solaran and bring on new order to the region. I will make sure you don't get that far. We will get the stones and Lunaro will bring our chaos. This is not the end. Our mission will succeed. Smokescreen. Und ihr kommt wahrscheinlich mal wieder mit Flash, ne? It will take more than a member of the Elite Four and some brats to stop our plans. Flash. Sie haben es schon wieder geschafft, ihr Ziel zu erreichen, trotz Niederlage. Oh, 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 this isn't good. We still beat them, but what are these crystals they're talking about? We may have won this battle, but we haven't stopped their plans. The crystals. We shouldn't talk here. I head back to Jurassic City, meet me in the Ancient Museum. I will tell you what I know about them there. But first. They didn't take this crystal. They must not think it's important, but I think it may be useful to us. There's nothing more you can do now. Thank you for all your help. You are all very talented trainers. Maybe one day we will battle at Ricotto League Village. Mit Sicherheit. A battle? That's what I want. I don't care about the crystals and their stupid organizations. I will beat you, Rex, and will show the world how strong I am. I will go defeat my sister and I will show you, Rex. And for you three, catch you later, losers. Ai, ai, ai. He really has a fire in him. Again, thank you for your help. Wait a second, I will heal all of your Pokémon. Ah, danke. I'll have to do some research. Meet me at Ancient Museum in Jurassic City. This is all getting too deep for me. We should leave this to Rex and the Elite Four, or even anyone stronger than us. I think so too, Kyra. But what if they need help? We shouldn't run away. Wouldn't it be horrible if we back down and those evil teams such that? I guess you're right, Rodney. Alright, I'll do it. That's the spirit, Kyra. We will beat them. The world is in our hands. Yeah, in our hands. I'm not going to battle Lizzie Tough. I don't really like dragons. Even if it's not the proper gym, I still battle here. How about you, Marcel? You too? I knew it. How about a training battle in Jurassic City before we battle Lizzie? It'll be a good warm up. Yeah? Perfect. Okay, while you guys do that, I'll go to the Ancient Museum and look around. See you later. See you later, Marcel. Ja, wie gesagt, wir haben es zwar geschafft, sie zu besiegen. Aber sie haben trotzdem ihr Ziel erreicht und die Kristalle erhalten. Aber gut, solange sie nicht wissen, dass wir den letzten Stein haben, können sie auch ihre Pläne, wie gesagt, nicht vervollständigen. Wenn sie das allerdings erfahren sollten, bin ich mir ziemlich sicher, werden sie alles dran setzen, um uns den Stein abzunehmen.
Oh, aber dann hoffe ich sehr, dass sich Miri noch vor der nächsten Arena entwickelt. Weil wenn das Drache ist, dann... Aber krass, die beiden Teams haben sogar zusammengearbeitet, um uns aufzuhalten. Ich meine, ein Team ist ja schon schlimm genug, aber wenn die jetzt auch noch gemeinsame Sache machen, um ihr Ziel zu erreichen. Ja, das könnte echt ein bisschen düster für uns werden. Ach nein. Das wollte ich machen. Oh, da weiß ich dann direkt, was ich mache. Auf dem einen setze ich Drachenpuls an und der andere bekommt das hier zu spüren. Ist das der richtige Weg oder geht's da oben weiter? Thank you.
Puh. Jawoll, wusste ich es doch. 51 war es. Miri entwickelt sich. Perfekt. Wow. Congratulations. Yumiri evolved into Hydrogon. Ich dachte zuerst echt an Hydreigon, aber gut, Hydrogon. Naja, gut. Gab es hier nicht sogar zwei Wege? Alright, ich bin einverstanden. Dann werden wahrscheinlich Kaguya und Miri sehr stark in der Arena vom Vorteil sein. Okay, da geht's tatsächlich nach Jurassic City, ja. Aber ich würde gerne noch diese anderen Trainer da auf der anderen Seite besiegen. Naja, die EP nehme ich trotzdem noch gerne an mich.
Oh! Ach stimmt, wir hatten ja noch das Ei bei uns. Goppisch, hatched from the egg. Sieht mir nach was aus. Nee, da möchte ich mal keinen Namen geben. Ich dachte zuerst, dieses Hell kommt, weil ich auf den Ball hier getippt habe. Jurassic City. Das ist also der Heimatort von dem guten Rick. Was? Nein, ich wollte nix. Das hier wirkt ein bisschen wie so eine mittelalterliche Stadt, kann es sein? Und da wartet mal direkt Rodney auf uns. Oh nein, stimmt, wollt ihr denn nicht gegen uns fighten? Hey Marcel, you made it through Ancient Pass. That was an intense battle against DOS Team Solar and Lunar Guys. I wonder what's up with that other crystal Rex talk. Maybe we can use to stop those teams. Rex said he will meet us in the Ancient Museum. That's the big building south of us. But first, we are great to battle. I now have more than 6 Pokemon, so I have to rotate them. I need more battle opportunities to train them all, so a battle will be really helpful. Come on! But to be fair, let me hear your Pokémon first. Okay, danke, weil das wollte ich nämlich eigentlich noch machen. Rodney, also mal wieder. Aber ich muss sagen, die Fights kommen relativ oft gegen die Rivalen. Terra Volt. Ah, stimmt. Hat ja keine Wirkung. Ja, und jetzt kriege ich dafür eine gedrückt. Stimmt, Energieball konnte deins ja auch noch. Aber dafür kann ich das. Was mal wieder nicht ganz killt. Alter. Batzor.
Ist das dein Starter? Ich hol mal Miri. Ach nee, das Ding. Ach nein. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, Junge. Ich sagte, das kann ich gerade nicht gebrauchen. Hitzewelle? Wie zur Hölle hast du dein Pokémon trainiert, Junge? Ach, Rodney, ey. Digga, die sind alle angeknackst. Oh nein, es ist wirklich das Teil. So. Nutzen wir mal deine Doppelschwäche aus, mein Guter. Och nein, er hat ja noch ein Pokémon. Oh, du hast dein Barboy zu Pflanze gemacht. Maybe the next time. Another lose for me. Let me hear your Pokémon. I am going to the Ancient Museum. How and you should come too. Rex is waiting for us. See you in a bite. Ja gut, wir können den restlichen Ort wohl nicht weiter erkundigen. Sondern müssen wir erstmal hier rein. Alles klar, Freunde. Und wie es dann hier weitergehen wird, das erfahren wir dann beim nächsten Mal von Solar Light and Lunar Dark. Denn die Reise geht weiter.